Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin jetzt hier gerade, man sieht's, mal wieder im Winterwunderland. Aber nicht zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang, sondern ich bin gerade am Location Scouting sozusagen und hoffe, was zu finden für Montag früh. Es soll nämlich ein ganz guter Sonnenaufgang sein, jedenfalls liest sich so aus den Wetterdaten. Und ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier was Passendes finde, weil ich habe schon was im Kopf, nur habe ich was auf Google Maps gefunden. Und wenn das passt, dann sage ich euch Bescheid. Bis gleich. Ich habe richtig geguckt und zwar, ihr seht hinter mir, alles voll mit kleinen Tannen, teilweise nur einen Meter hoch und genau in dieser Richtung, da geht dann am Montag, soll am Montag die Sonne aufgehen. Hoffen wir mal, dass es auch so ist und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich am Montag mit einem tollen Sonnenaufgang. War jetzt ein kurzes Location Scouting, aber hat den gewollten Erfolg gebracht. Und ja, gut, wenn alles funktioniert, dann sehen wir uns dann für euch gleich. Für mich ist ein Tag dazwischen. Bis gleich. Ja, guten Morgen. Anstatt Schnee treffen wir uns jetzt bei extremem Matsch. Es hatte tagelang geregnet und ja, deswegen der Boden, der ist jetzt eher so mittel. Aber ich hoffe doch, dass wir einen ganz guten Sonnenaufgang heute bekommen. Ohne Schnee, aber mal schauen, was es so bringt. So, jetzt habe ich mir mal hier eine andere Perspektive gesucht. Ich bin noch ein bisschen weitergelaufen und habe jetzt hier nach langem Suchen, weil ich glaube, die Location sieht doch viel besser aus im Schnee. Allerdings ist nur noch hier ein bisschen Schnee übrig. Ich habe jetzt hier quasi das kleine Bäumchen hier mit ins Bild genommen, habe den Baum und den Baum als Rahmen. Da hinten seht ihr sogar schon den Sonnenaufgang. Allerdings zu weit weg für ein Morgenrot. Wäre dann schöner, wenn das Morgenrot bis hier wäre ungefähr und dann hier alles frei. Ja, und jetzt warte ich mal auf die Sonne. Vielleicht kriege ich einen schönen Blendenstern. Und dann sehen wir uns gleich. So Leute, wenn ich aufstehe, dann sehe ich schon die Sonne rausgucken. Also die geht jetzt auf und der Kontrast zwischen Himmel und Boden ist so hoch, ich muss unbedingt ein HDR machen, also anders kriege ich es gar nicht aufs Bild. Und ja, ich mache jetzt schnell weiter und dann sehen wir uns gleich. Jawohl, also ich habe jetzt einen 1.2 Reverse Filter drauf gemacht, das heißt quasi, dass in der Mitte die dunkelste Stelle vom Filter ist
und nach oben hin wird es dann heller, damit der Himmel nicht so absäuft oder zu dunkel wird nach oben hin, ist sehr gut für Sonnenaufgänge. So, da geht die Sonne auf. Sie ist da. Hier macht meine Kamera gerade die Bilder. Bin bei einer Blende 16 und ungefähr 3 Sekunden Belichtungszeit. Jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen die Perspektive gewechselt. Habe jetzt noch mal einen etwas größeren Baum mit ins Bild genommen und hoffe jetzt, dass die Sonne noch ein bisschen rauskommt, damit es noch einen blinden Stern gibt. Und ja, die fertigen Fotos, die zeige ich euch am besten jetzt. Ja Leute, ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Ich bin ganz zufrieden eigentlich. Bin froh, dass ich mal wieder ein paar Sonnenstrahlen abbekommen habe. Und genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich gehe jetzt arbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!